Final Call gewesen. Und hier so eine hohe Nummer habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Das sind dumme Ideen, ich hab bekommen. Noch mit Scrambled Egg ankommen. Kannst du behalten. Jetzt habe ich endlich meine Toilette ergattert. Ein schreiendes Kind, Stinker vor mir. War der Schlimmste überhaupt. Wo bin ich wohl? Ja, okay, Dubai International Airport. Und letzte Woche Mittwoch habe ich euch auf meine Premium-Economy-Reise in der A380 nach Dubai von London mitgenommen. Sehr interessanter Flug, wenn ihr noch nicht geschaut habt, bitte mal gucken, weil echt ein tolles neues Produkt. Und jetzt das altbekannte Economy-Produkt in der A380 nach Bangkok. Was erwartet mich da? Eine volle Klasse, eine volle Kabine, das weiß ich auch jetzt schon. Ich bin gespannt. Und ja, und es ist ein Nachtflug, also mehrere Dinge auf einmal. Trotzdem bin ich allein unterwegs und weitere Flüge werden folgen in der Economy bzw. Premium Economy. Also ein ganz anderes neues Format. Also seid gespannt und viel Spaß beim Video. Ich freue mich jetzt auf meinen Economy-Flug ganz alleine. Dominik ist zu Hause geblieben. Ja, er weiß schon warum. So. Klar, als Economy-Gast oder auch als Premium-Economy-Gast hat man keinen Lounge-Zugang. Ich habe doch den Priority Pass. Ja, keine große Reden über das Thema, aber dadurch kann ich ihn launchen. Das mache ich jetzt auch und werde die 2 Stunden oder 1,5 Stunden Wartezeit ganz gut überbrücken können. Hat sich sowieso nicht gelohnt, die Lounge. Al-Mahabar Lounge war so voll, ich musste nach Plätzen suchen und naja, Essen auch nicht so wie das Wahre. Aber wenigstens wollte ich was trinken, was essen und mich ausruhen, statt hier rechts da, ne? Da will man ja auch nicht sitzen, oder? Laut Auskunft ist schon Boarding. Hätte ich das gewusst, das ist ja immer noch ewig weiter Weg bis zur A16. Gott, ich dachte, das wäre gleich für die Tür. Wenn ich allein unterwegs bin, ich weiß schon, dann trödel ich immer. Jetzt ist schon Final Call gewesen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, egal. Ist ja noch nicht weg, der Flug. Außerdem ist Economy, das ist auch scheißegal. Jetzt muss ich wahrscheinlich in meine Reihe reinkriechen. Auf geht's. Das Abenteuer. Economy. 81k, ich glaube es ja immer nicht. So eine hohe Nummer habe ich noch nie gehabt in meinem Leben, glaube ich. Dann gehen wir mal durch. Sorry. Hier. Ja, 52 sieht gut aus, aber habe ich leider nicht. Kostet mir so extra 70 Pfund. Oh Gott, ist der weiter Weg. Das ist erst 63. Possible to change later. These 3 seats, like the 80, it's extra Lego. Yeah. So if you want to stay here, you have to pay extra money. Around $200. This one here, they're like if it's empty, you can move here. Gott, Chaos. Die Notausgangsplätze wollen sie immer noch jetzt. $200 haben, das ist schon teuer. Aber da sitzt ja gar keiner. Da muss doch jemand sitzen, oder nicht? An Notausgang. Also ich bin natürlich sehr gerne bereit dafür. Oh, oh, da oben wird zugeguckt. Tja, ja, Kamera ist soweit. Ja, also am Platz liegt übrigens das, was es auch in der Premium Eco gab. Zum Beispiel Decke und das da. Aber das Kissen ist wesentlich kleiner. Also das ist ja auch Aushängeschild bei der Premium Eco. Viel größer und bequemer. Passt auch, ist gut. إجي معي في حقيبة التخلص الطبي أثناء الرحلة لأسباب تتعلق بالنظافة. We're about to show you the safety features of this Emirates flight. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. Cabin crew prepared for departure.
immer noch eine Stunde. Oh Gott, kann ich mir. Was habe ich da rein? Also, das sind dumme Ideen, ich habe bekommen. Und da war es ja immer so dunkel. Also, dunkel ist ja eine Sache, ne? Aber. Milke and Sweetie Nappies. Oh, Olli Milk. Ich glaube, das ist das dritte Getränk, was ich hier kriege. Da muss ich ja mal Glück haben, dass mir hier was zugeworfen bekommt. Also gefühlt habe ich mich schon so ein bisschen wie ein Kindfisch auf der Stange. Oh. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Und ich konnte nicht schlafen. Also das mache ich nochmal. Thank you. Und wenn sie jetzt noch mit Scrambled Egg ankommt, kannst du behalten. Ja? Ja, bloß kein Ei. Ja. Oh ja, das ist aber nett von dir. Genau. Okay, thank you. Ich habe hier kein. Du musst selber durch. Siehst du? Sie ist auch noch durstig. Also, die gebratenen Nudeln. Naja. Aber da haben sie sich das billigste Riegelchen rausgesucht, was es gibt. Also, es ist ja unglaublich. Also im Vordersitz einen ziemlich großen Monitor, berührungsempfindlich. Das gleiche Entertainment-System, was wir von allen Klassen kennen. Dazu nochmal einen Controller für was auch immer, weil ist ja, ob ich da drücke oder da drücke, ist ja eigentlich schon egal, oder? Aber eine Steckdose und USB-Ladeboard und da auch nochmal. Das ist gut. Ja, vorhin gut mit Strom versorgen können. Der Tisch. Ja, und nicht gerade viel Platz hier. Und ich weiß gar nicht, warum ich so doof war. Ich habe ja eigentlich den Platz gehabt, aber ich wollte eigentlich nett sein. Habe gedacht, okay, lässt er sich ans Fenster, dann kann ich an den Gang gehen. Aber er wollte dann gar nicht mehr an den Gang, beziehungsweise wollte am Gang bleiben. Toll, da sitze ich in der Mitte. Also das war richtig, richtig dämlich von mir. Ich wollte einfach nur nett sein. Naja, hätte ich mal den Notausgangplatz gekauft für 70 Pfund, das hätte sich richtig gelohnt. Oh, das fehlt mir jetzt noch. Ja. Oh. Bevor wir hier raus sind. Anstehen. So, jetzt habe ich endlich meine Toilette ergattert. Das ist ja ein Anstehen hier. Ja, jetzt weiß ich mal wieder, was Toilette-Economy eigentlich heißt. Vieles. Aber lass am Schluss nochmal schnell Zähne putzen und dann sind wir endlich eine Stunde ungefähr in Bangkok. Was für Glück. Tücher, verschiedene Becher, das gab es auch in der Premier Economy einmal. Eau de Toilette, Handcreme, Seife befindet sich dann da drin. Geht eigentlich. 333 im Übrigen hier in der Economy. Fold away your tray table and footrest and open your window blinds. And your electronic devices must be in flight mode or switched off.
Spannend, ja. Es bleiben ein paar Leute hier drin, weil die A380 fliegt noch weiter nach Hongkong. Das ist quasi der Sweet Spot, wenn man hier First Class fliegen möchte. Sehr, sehr günstig, Geld zu bezahlen oder auch mit Meilen auf den 2+3 Stunden Flug nach Hongkong. Ja, ist eigentlich ganz cool. Das war als Idee für euch. Dann wären wir hier angekommen. Hier war ja im vorderen Bereich die Premium Eco in den neueren A380. Aber in den alten wie dieser, da gibt es das nicht. Genau. Enjoy your stay. Thanks. So. Naja, aber angekommen, schon ziemlich müde, fertig. Also eine Economy-Reise ist jetzt nicht unbedingt sehr erholsam und entspannt. Jetzt weiß ich wieder, warum ich so gerne Business Class nehme, zumindest Premium Eco, weil das hat sich wirklich gelohnt. Die Eco habe ich jetzt nur gemacht, weil es auf der Strecke keine Premium Eco gab. Ne? Ansonsten wäre ich auch hier Premium Eco gebucht. Es sind natürlich auch schon 600 Leute ausgestiegen. Das heißt, es ist bestimmt lange Schlangen. Es war irgendwie nichts, dieser Flug. Also es kam mir wieder alles zusammen, was zusammenkommen konnte. Ein schreiendes Kind. Stinker vor mir, dann die Dame, die gleich wieder ihre Rückenlehne, wie auch bei der Premium Eco, zurückgemacht hat. Kaum Platz gehabt, in der Mitte gesessen. Ich Blödmann habe ja auch noch gefragt, ob ich dann, dass sie an ein Fenster kann, weil ich dachte, ich kann an den Gang. Ah, jetzt saß ich in der Mitte, das war das Schlimmste überhaupt. Mach ich nie wieder. Also vorher buche ich mir lieber den Notausgang. Nächstes Mal wieder Premium Eco, hoffentlich mit Cathay Pacific, das muss ich noch schnell zu Ende buchen. Und dann, jo, über Hongkong zurück nach Frankfurt. Eingereist. Und eine Sache muss ich euch noch sagen, beziehungsweise wie mein Gefühl war an Bord von Emirates. Ich meine, ich bin schon lange nicht mehr längere Strecken Economy geflogen, deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt super viel sagen, aber ich war nicht zufrieden und ganz ehrlich, ich habe so viel Durst gehabt und Hunger hatte ich gehabt und es gab eigentlich nichts, ich musste alles fragen und in der Mitte war es echt blöd und es war auch kaum mehr da, die Crew war unmotiviert, so dass ich also wirklich jetzt ganz trockene Lippen habe und ich finde, das finde ich blöd, dass man das Gefühl hat, man ist in so einem Stall, so wirklich kommt es sich einem vor, Hühnerstall, auf der Stange und man muss hoffen, dass einem was zu essen, was zu trinken zugeworfen wird. So kam mir vor. Das ist blöd, aber so mach's wirklich. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal im Kanal vorbeigucken, durchschauen, auch gerne abonnieren und Glocke drücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn was Neues kommt auf unserem Kanal. Aber eigentlich kommt immer Mittwoch 17 Uhr und Samstag 11 Uhr unsere Videos. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sternenhimmel.